M hat in Kärnten schon mehrmals UFO-Sichtungen hautnah miterlebt. Die Regierung soll ihn seither ständig beobachten. Auch seine Schwester, die dies zuerst als Spinnereien abgetan hatte, konnte UFOs wahrnehmen. Wir konnten ihn davon überzeugen, dass er sich mit uns heute exklusiv auf die Lauer legt, damit auch wir diese Erfahrung machen können. Es ist dann eben so mal dumm geflogen. Also es war wie ein Stern eben. Und es hat sich aber dann so zickzackmäßig bewegt auf einmal. Und dann irgendwann ist es ausgegangen. Also wenn ich sowas sehen würde und ich allein wäre, ich hätte totale Angst. Also. Das Problem ist ja, was ein Mensch nicht kennt, das, vor dem hat er Angst oder er ignoriert es. Was ein Mensch sich nicht erklären will, was er kennt. Man hat davor Angst oder man ignoriert es und erst recht bei der Nacht. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Ich raum noch ein bisschen zusammen. Ja, danke. Passt. Wir fahren dann einmal, weil es wird eh kein Fenster. Passt. Papa, dabei. 50 Minuten von Klagenfurt entfernt im Bezirk Wolfsberg hat Herr M. die vermehrten Sichtungen. Er mutmaßt, dass die Außerirdischen speziell in dieser Gegend uns Menschen beobachten. Wir suchen mit ihm gemeinsam die Stellen auf, um ebenfalls Zeugen einer Sichtung zu werden. Da habe ich am Himmel eben diese kontinuierlich leuchtenden Flugobjekte gesehen, die sich so bewegt haben, wie es bei unseren Flugzeugen sicher nicht möglich ist. Nämlich recht schnell und zickzackförmig oder langsam schwebend und komplett lautlos. Das meiste hat sich ereignet zwischen 2012 und 2014. Die Regierung weiß davon Bescheid, meinen Sie? Ich bin mir sicher, dass die auch etwas beobachtet haben, sei es jetzt mit Radar oder mit dem bloßen Auge. Aber ich weiß nicht, ob die Regierung da dabei ist oder ob sie das wirklich Bescheid wissen, wer das ist, oder ob sie herausfinden wollen, wer das ist, wer da in den Luftraum kommt, seitdem die Radarstation kaputt ist. Herr M. hat sogar angeblich eine Verfolgungsjagd des österreichischen Bundesheeres und eines UFOs miterlebt. Ich war damals unterwegs oder im Wald mit meinen Freunden beim Grillen und das haben wir hundertprozentig beobachtet worden. Da ist hundertprozentig etwas runtergekommen, komplett lautlos. Zwei Jets sind gekommen und zwar so laut, dass mein Kumpel in die Knie gegangen ist und sich mit beiden Händen hochgegriffen hat. Und ich sage ihm die ganze Zeit, schau mal rauf, da kommt was runter, schau mal rauf. Er hat nur getanzt, im Boden geschaut und dann ist er aber zusammengebrochen auf die Knie, weil so laut geklatscht hat von den zwei Kampfjets. Und da hat man deutlich den Unterschied erkannt. Die waren vielleicht 100 Meter über uns, haben Magnesium-Blitz-Scheinwerfer gehabt, die Magnesium-Blitzlichter und diese roten, die Kampfjets. Und das andere hat strahlend weiß geleuchtet, aber kontinuierlich, nicht pulsierend, nicht blitzend. Kontinuierlich. Und ich glaube, die sind am Tag genauso aktiv, nur dass man sie in der Nacht halt, wenn man genau hinschaut, erkennt, weil sie eben einen Stern imitieren. Das denkt ja keiner, dass einer von den Millionen Sternen am Nachthimmel, dass eins davon nur einen Stern imitiert. Tagsüber verwenden sie andere Möglichkeiten, zwischen Wolken oder sonstiger Technologie. Tanja aus Wien hat Fähigkeiten, die wissenschaftlich nicht erklärbar sind. Wenn sie sich ärgert, kann sie Autoreifen zum Platzen bringen. Sie hat auch schon probiert, diese Fähigkeiten beim Lottospiel anzuwenden. Ich habe mir da überhaupt nichts dabei erwartet. Es ging mir auch nicht darum, jetzt da einen Lotto-Jackpot abzuräumen. Ich wollte nur sehen, geht es, funktioniert es. Ich habe auf die Zahlen konzentriert und die ersten vier Zahlen habe ich komplett gesehen. So, und die letzten zwei Zahlen, die wichtigen, die waren dann verschwommen. Ja, da habe ich dann bloß die ersten Ziffern wahrgenommen und ich hatte dann, glaube ich, vier und vierer mit Zusatz. Mir ging es nie ums Geld dabei. Und ich denke, sowas soll einfach nicht sein, ganz ehrlich, weil das wäre ein Missbrauch von Fähigkeiten. Und ich spüre sowas halt. Ich weiß, das ist jetzt meine Fähigkeit, dass ich weiß, wer ein Betrüger ist. Ich sehe das, ich fühle das in der Aura. Ich schaue Menschen in die Augen, ich weiß sofort, was Sache ist. Also es hat mich auch schon vor wahnsinnig viel Unglück bewahrt, auch im persönlichen Bereich jetzt. Heute hat sie einen Skype-Termin mit Martin Zoller, einem international tätigen Hellseher. Hochrangige Politiker vertrauen auf seine Fähigkeiten. Tanja. Ja, hallo Martin. Hallo, hallo. Du siehst blendend aus. Oh, danke schön, danke. Dir geht's aber auch gut, gell? Das sieht man. Tanja hat er durch Zufall kennengelernt. Er nimmt sich immer wieder Zeit, um sie dabei zu unterstützen, ihre Kräfte auszubauen. Ich bin seit 10 Tagen in der Schweiz, in Europa. Aha, sehr schön. Und war
Bis heute Morgen war ich an der Côte d'Azur, also in Saint-Tropez, und bin jetzt wieder in der Schweiz. Ja, Martin, also ich muss wirklich sagen, das ist alles eigentlich punktgenau eingetroffen, was du gesagt hast. Damals bei der ersten Sitzung mit meinem Papa und auch dann nochmal bei der zweiten ein Jahr später, da hat alles, aber auch wirklich zeitlich genau eingetroffen. Das ist der Hammer. Also wirklich, wow. Danke dir für diese Rückmeldung. Ich freue mich natürlich darüber. Und die wie ich lese, ist über die Aura. Das heißt, die Aura besteht ja nicht nur, wie wir das vielleicht, oder wie das die meisten kennen, aus Farben, sondern auch aus Bildung. Und diese Bilder, die lese ich. Also ich habe da so einen kleinen Trick vor Jahren schon entwickelt, wenn es ums Zeitliche geht. Also ich visualisiere mir wie eine Waage. Mhm. Und links der Waage ist Vergangenheit und rechts der Waage ist Zukunft. Und wenn ich dann ein Bild sehe, dann schaue ich erst einmal, ob es hoch oder runter geht, links oder rechts, und dann weiß ich, ob etwas Zukunft oder Vergangenheit ist. Und was ich dann im zweiten Schritt mache, ist, dass ich dann mein höheres Selbst frage, ja, welche Jahreszeit? Und dann sehe ich zum Beispiel einen Baum, der verliert die Blätter, dann weiß ich, das ist Herbst, oder ich sehe Schneelandschaft, dann weiß ich, das ist Winter. Das ist bei mir auch manchmal so. Ich kann das jetzt nicht auf Abruf steuern, ja. Vielleicht will ich es auch gar nicht. Und gehört schon was dazu. Also ich sage mal, ich sehe das jetzt im Moment noch nicht so wie du, als meine Lebensaufgabe. Das kann noch kommen, das möchte ich nicht absprechen. Ich denke, das wird auch noch passieren, aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Ich habe das auch in meiner Entwicklung gesehen, dass es Themen gibt, die man, wenn man sich damit noch nicht identifizieren möchte, die kommen nicht, die funktionieren nicht. Und wenn man sich dann dafür öffnet, dann fließt das plötzlich wie aus einer Wasser- oder Ölquelle, je nachdem. Richtig. Sie beraten ja auch Leute aus der Politik und Geschäftsleute. Was sind so die Fragen, was kann man sich da vorstellen, was da besprochen wird? Ein Beispiel, das ich nennen kann, weil das hat jemand der Presse weitergegeben. Ich habe einen ehemaligen Diktator in Paraguay im Militärgefängnis besucht und ihn beraten. Was jemand wissen will, das hängt natürlich immer mit der Grundsituation zusammen. Also ich arbeite viel mit Politikern, zum Beispiel vor Wahlen. Und dann will der Politiker, mein Kunde, natürlich wissen, wie entwickeln sich die Wahlen, wo steht der oppositionelle Politiker. Ein Politiker im Libanon, einem Land, das seit 30 Jahren von Bürgerkriegen heimgesucht wird, der hat natürlich ganz andere Fragen als ein Politiker in der Karibik auf irgendeiner schönen Insel, der die ganze Zeit in der Hängematte sitzt und ein gutes Leben hat. Parapsychologen Professor Dr. Mulatsch ist nicht unbekannt, dass sich Politiker und Börsenmakler von Hellsichtigen in ihren Entscheidungen beraten lassen. Aber da weiß ich ein bisschen was von Unternehmen, die damit beschäftigt sind, die also solche Viewer beschäftigen für Aktienmarkt, für Spekulationen im Hinblick auf Edelmetalle, Silbermarkt, Silbergruben, Silbermarkt und so weiter. Und es scheint so zu sein, dass im großen Durchschnitt ein ganz geringer Trefferüberhang ist. Das heißt also, dass hier doch etwas geleistet werden kann, was also im Einzelfall gibt es ein Auf und Ab, ganz klar. Gibt es also viele Nieten, viele Treffer, aber es scheint, dass also im Großen und Ganzen ein minimaler Trefferüberhang ist, sodass es also nicht unsinnig ist, solche Maßnahmen zu setzen. Und Ihr Eindruck zur Welt? Für Europa sehe ich die Entwicklung leider nicht so gut, Mittlerer Osten noch schlimmer, aber es gibt natürlich auch Regionen, die ein bisschen einfacher und besser sind, aber was ich auf jeden Fall sehe, und das ist, könnte man als Weltgeschehen entwickeln, und das sehe ich jetzt mittellangfristig, und wenn ich sage mittellangfristig, sind das 10, 15 Jahre, sehe ich größere, viel, viel, viel größere Schwierigkeiten im wirtschaftlichen Bereich noch aufkommen als jetzt im geopolitischen. Aber, und das beantwortet die Frage indirekt, ich habe mir ein Haus in Südamerika gekauft. Burgenland macht sich Franz Kern auf, um im Wald ein geheimes Sternentor zu erforschen. Zum Team stößt nun auch der 17-jährige Florian hinzu. Der Flo ist jemand, der hochgradig sensibel ist, der sehr sensitiver Mensch und für unsere Sache. Und ich habe ihn sehr gerne und öfters mit, dass wir ganz einfach sie im Wald und an die Stellen bewegen, ja, die so für Medien eigentlich geeignet sind.
um festzustellen, wie die Dinge funktionieren. Die Lage des Sternentors ist ein gut gehütetes Geheimnis. Und wir dürfen nur an ausgewählten Orten mitfilmen. Herr Kern hat Angst, wenn er den Standort verrät, dass sein Leben bedroht ist.